Ja, hi Leute, willkommen wieder zurück auf meinem Kanal MV Live. Und heute habe ich ein super, super geiles Video für euch bereitet. Ich bin echt schon happy, ich muss schon jetzt schon grinsen die ganze Zeit, bin auf dem Weg dahin. Und ihr kennt bestimmt dieses wahnsinnige Video von Grip mit dem M6V10 von G-Power. Oh, dieses Wahnsinnsgeschoss, der Malmini gefahren ist, der hat auch seinen Spaß ohne Ende. GT3 RS, 450 Pferdchen, aber ist halt nur halb so viel wie der hier, ne? Wow. Zack, zack. Tschüss. So, und der Porsche wird ziemlich schnell, ziemlich klein da hinten. Ne? Überhaupt keine Chance. Unfassbar. Also ich meine, wenn man jemals in einem GT3 RS gesessen ist und weiß, wie der abgeht, dann weiß man, was das jetzt gerade für eine Packung war. Und ihr wollt schon immer mal wissen, ja, wie würde wohl ein M3 E92 von G-Power gehen? Und ich habe mal einen Kollegen angeschrieben, Patrick, der hat jetzt einen mit 700 PS. Alter, halt euch fest, 700 PS, ey, ich drehe voll durch. Ich habe 400 und ich bin schon happy und denke, meiner geht ganz gut schon. Aber ich habe dann ein Beschleunigungsvideo von ihm gesehen, 100 bis 200 und ich, das ist eine ganz andere Welt. Genug gequatscht, ich bin jetzt auf dem Weg dahin und ich sag mal, los geht's. Könnte ich mich gerade umgezogen, weil ich hatte es gewusst, dass es wieder so heiß wird. Wir haben jetzt wieder, ich glaube, 35, 36 Grad heute und ich hatte gerade noch meine Arbeitsklamotten an. Jetzt habe ich mich eben schnell umgezogen und jetzt bin ich auch gleich da. Es ist so warm und das ist natürlich total scheiße für die Zeiten messen, die wir machen wollten. Vielleicht müssen wir mal gucken, weil wir wollen ja nicht unnötig den Wagen quälen. Und ja, ich bin mal auf gespannt. Ich bin echt super, super aufgeregt, weil einmal mitzufahren, ey, G-Power, 700 PS, boah, du gehst ja, das ist eine ganz andere Welt. Und da habe ich schon Bock drauf. So, ja, wollt ihr aufs Bild hier, hä? Ja, komm mal, sag mal hallo. Ja. Hallo. Hallo. Also, das sind die beiden Schicken jetzt hier, oder? Mein G-Power, meiner hier ist ja ein bisschen harmlos dagegen. Ja, ich fange mal an, wenn ich möchte. Doch, fangen wir mal mit dem SK1 an, ne? Komm. Also witzig ist ja, muss ich ja nochmal sagen, wir haben uns damals kennengelernt. Da habe ich meinen E92 M3 umbauen lassen. Das ist Medium-Mod. So, Christoph, schaut mal rein. Also, da ist ein Alcantara. So, und das ist das gute Stück. Ja, also hier haben wir einmal ein SK1 Kompressor-Kit verbaut, leistet um die 500 PS. Ist noch eins der allerersten Kits. Wir haben das jetzt gerade ein bisschen renoviert, das Ganze. Also Riementrieb haben wir neu gemacht, sprich alle Riemen neu, Umlenkrollen neu, einen kleinen Service, Ölservice hat er neu gekriegt. Also der war etwas im Zustand nicht so, ja, das Gelbe vom Ei, würde ich mal sagen. Ja, Wagen läuft ganz gut soweit. Bei den Temperaturen ist natürlich ja, das Problem halt mit der Leistung, das hat man ja auch beim Serien-M3. Ja, ansonsten läuft das Auto ziemlich gut. Wir haben jetzt bei diesen Temperaturen mal Zeiten gemessen mit der P-Box und da waren wir knapp unter 10 Sekunden, also 9,2, 9,3. Und umso mehr Puls man gefahren hat, desto wärmer wird das Auto und dementsprechend die Zeiten auch etwas schlechter. Ich sag mal so bei 10, 15 Grad macht das Auto, ich tippe mal so zwischen 8,5 und 9 Sekunden. Vielleicht sogar etwas niedrige 8, aber das werden wir dann noch mal messen, auch noch mal Videos zu machen. Das ja, werden wir uns mal genauer angucken dann. Okay, du hattest gesagt, ihr wolltet ja noch was umbauen, oder? Genau, ja, dadurch, dass das eben dass einer der ersten Kompressor-Kits ist, hat er noch hier die erste Luftführung drauf. Das haben die zweimal abgeändert, dann gab es damals eine komplette Carbon-Box, die das ganze System dann geschlossen war. Allerdings hat sich dann herausgestellt, dass die Temperatur von der Stauwärme einfach zu viel war. So, und dementsprechend haben die dann nochmal wieder das ganze System überarbeitet. Da hat man dann hier ein Carbonrohr, wo die Luft dann direkt von der Stoßstange herkommt und die Luft nach oben führt und die ganze Luft dann, die Umgebungsluft angesaugt wird. Nicht aus einem Kasten heraus oder halt komplett nur hier rüber. Ja, aber wir können das auch bei dir sehen. Genau, oder? Und ich habe das aktuellere Kit bei mir verbaut. Meine Kit-Nummer ist in Klasse. Genau.
Wir können ein kleines Soundvideo noch mal machen, auf Kompressor, wie sich das sowas mal anhört. Ja. Das ist echt schon krank, ja, oder? Ja, sind die Blow-Off-Ventile bald lauter wieder ausbauen. Ja, das ist echt schon Hammer, du. Ja, ansonsten haben wir hier bei dem Fahrzeug KW-Gewindefedern verbaut mit Originalfahrwerk aufgrund des EDCs, weil das noch in Funktion sein sollte oder bleiben sollte. OZ Ultralegeras HLT montiert, vorne 8,5 hinten 10J. Das ist natürlich performancemäßig ziemlich weit vorne, was Fahrwerk angeht. So, was hat man gesagt? Wir wollen ja noch Werbung machen für die Motorhaube, oder? Ja, Christoph, die wolltest du doch. Bitte, ich möchte gerne Kohl verkaufen. Also Christoph möchte gerne verkaufen. Weil. Ich möchte gerne eine haben in Austausch, in Weiß und bitte vom Facelift-Modell in Alu. Wer Interesse hat, kann sich gerne melden und sie steht auch bei Kleinanzeigen drin. Genau. Also wer Bock drauf hat, wer am besten noch ein weißes Auto hat, Facelift-Modell mit Alu-Haube, einfach melden. Weil die sieht schon richtig gut aus und ich war auch erst am Überlegen. Aber bei mir, ich habe ja alles Serie und da müsste ich ja noch mehr Wärme machen. Ja, wir gehen einfach mal ums Auto rum. Habt ihr gerade schon gesehen, da war noch ein Heckspoiler noch im Halter. Und Auspuff hattest du gesagt, das ist noch Serie, oder? Auspuffanlage ist aktuell umgebaut, wird dieselbe sein wie bei Patrick, M4 mit Klappensteuerung. Ja, Patrick hat die M4 Auspuffanlage mit Klappensteuerung. Genau. Echt geiles Teil. Also die Abgasanlage bei meinem ist komplett Serie, bis auf der Endschalldämpfer. Der ist halt vom M4. Ist ein aufwendiger Umbau, aber es lohnt sich. Und man hat immer noch eine Abgasanlage Original BMW. Ja. Das ist halt eben der Vorteil. Was die Rennleitung dazu sagt, dass so weit waren wir noch nicht. Aber mit Klappe zu ist das alles noch sehr human. Schauen wir mal. Ja, und das sind die Facelift-Leuchten, hast du gesagt, wo? Ja, aber das ist der Nachbau. Der Nachbau. Das ist nicht der originale, die originalen Facelift-Leuchten, sondern der Nachbau. Aber das hat es ja so gekauft, wo? Ja. Halt, wo? Ja, ja, das war ja alles so. Die sind halt etwas dunkler, ne? Ja. Deswegen hatte ich erst gedacht, die werden getönt ein bisschen. Nee. Aber sind so. Ja, Alcantara, Lenkrad eben halt noch, wo? Ein bisschen die Zierleisten noch. Ja. Ah? Ich sage es ja noch nicht ganz fertig. Wir Nein, es ist ja nicht schlimm. Ich komme ja sonst noch mal vorbei. So. Ja, machen wir mal mit meinem Auto Patricks Wein weiter. Genau, und zwar handelt es sich hier um einen, auch einen M3E92 mit SK2 Clubsport-Kompressor. Laut G-Power leistet der 630 PS. Der ist noch ein bisschen modifiziert. Der macht noch ein bisschen mehr Krach auf der Rolle. Leistung haben wir gemessen bei Kurzcar Performance hier bei uns in Haselünne und der Wagen hat auf der Rolle 686 PS gedrückt. Das ist der Hammer, oder? Echt. Ja, macht den Sprint 100 auf 200 bei 10 bis 15 Grad in unter 6 Sekunden. Also korrigierte Zeiten lagen irgendwo bei 5,7. Genau, ich hatte euch gestern gesagt, dass er mir ein Video geschickt hatte, 100 bis 200, 5,7 oder genau. So. Temperaturen, wenn wir jetzt so bei 30, 35 Grad fahren, liegen wir, ich sage mal, mit zwei Personen um die 7,5 Sekunden. Ja. Das ist halt eben das Problem mit den Temperaturen. Du hast nach einem Pull von 100, 200 hast du gleich eine Ansaugtemperatur von über 50 Grad. Mhm. Und dann nimmt die Motorelektronik halt einfach die Leistung zurück, um den nicht zu zerstören. Ja. Ja, wir haben auch heute echt 35 Grad, aber so hatte ich euch ja gesagt. Ja, es ist wirklich der Wahnsinn. Ja, wir können noch mal eben so über das Auto sprechen. Also genau. Auch die KW-Gewindefedern. Hab Bremsanlagenumbau gemacht auf der Hinterachse vom M4. Okay. Damit ich Festkolben Bremssattel habe. Und dementsprechend ist der Scheibendurchmesser auch größer. Serien M3 hat hinten 350 mm. Ich bin jetzt bei 370 mm. Ja. Und auf der Vorderachse habe ich das Brembo GT Big Brake Kit. Das ist auf jeden Fall, ja.
Also ich habe den jetzt dreimal auf der Nordschleife bewegt und da merkt man schon, was die Bremse kann. Ja. So, gucken wir hier den Lader. Ja, das Kompressor-Kit SK2 Clubsport mit der anderen Luftführung. Hier sieht man auch das Carbonrohr, das geht unten bis zum Stoßstand. Führt hier unten rein und da holt er sich natürlich dann die frische Luft her. Der produziert natürlich noch mal ein bisschen mehr Luft und dementsprechend hört sich das mit den Schubumluftventilen oder die überschüssige Luft, die der ablässt, ist natürlich noch mal deutlich mehr. Also beim SK1 fahren wir einen Ladedruck von etwa 0,35 bar okay. Und bei dem fahren wir jetzt aktuell 0,8 bis 0,85 bar. Okay. Das ist fast, ja, ist über das Doppelte. Ja, und ja, wir können ja gleich mal, oder können ja mal eben ein kleines einfach nur krank. Wenn du meinen Serien hörst, dann hörst du nichts. Machen wir mal von hinten nochmal? Ja, machen wir hinten nochmal ein Soundvideo. Einmal mit geschlossener Klappe und einmal mit geöffneter Klappe. Genau. Machst du jetzt geschlossener? Erst machen wir geschlossen. Okay. Gleichen Hardmod und meine ist das aktuell noch mit den Cuts. Serienkatzen. Ja, mit den Cuts noch. Da haben wir mal so einen Vergleich jetzt hier zwischen M4-Anlage, Hardmod. Ah, das ist ja auch schon pervers, oder? Hier, halt manchmal mal meinen an. Genau. Hier. Ich übernehme mal die Kamera. Halt doch oben fest. Hier, du bist da die Kameramann. Dann haben die Leute mal einen Vergleich. Ja, der hat die Drehzahlsperre drin, ne? Ja. Ein paar Sekunden. Die müssen wir eben aussitzen. Ein paar Sekunden warten, dann macht das. Ja. Geht doch, oder? Ja, sicher. Aber schon ist ein deutlicher ist lauter, Unterschied. Ja. Ne? Deine ist noch lauter, klar. Ja. So. Möchtest du? Komm, so. Ja, auf jeden Fall geil. Dann würde ich sagen, dann setzen wir uns das mal rein, fahren wir eine Runde. Genau. Oh, ja, zum Thema, was wir noch heute bei Sascha seinem M3 gemacht haben. Wir haben vom M3 GTS die Getriebesoftware aufgespielt. Dadurch hat man auf jeden Fall deutliche Vorteile, gerade zur Seriensoftware. Jeder M3-Fahrer kennt das. Man hat eine Gedenksekunde, wenn man jetzt von neutral oder im D-Modus oder im Drive-Modus in den Rückwärtsgang schaltet, dann braucht er eine gewisse Gedenksekunde und die ist mit dieser Software komplett weg. Schaltzeiten verkürzen sind da, also wie viel Millisekunden genau, das kann ich nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall spürbar. Ja, was haben wir noch? Also erhöhter Kupplungsdruck ist natürlich vorteilhaft für die leistungsgesteigerten Fahrzeuge, die in Verbindung mit Forecut eine Kennfeldoptimierung haben, die dann irgendwo bei 440 PS liegen. Ist natürlich dann vorteilhaft, weil der GTS da schon Serie hat. Und ja, also sie bietet eigentlich nur Vorteile. Also wenn ihr Interesse dran habt, sagt Bescheid. Genau. So, schreibt einfach mal drunter, genau. Ich mache das und es ist ein Aufwand von einer halben Stunde etwa. Na, wir machen dann auch eine Probefahrt. Ne? Ich finde das immer gut, wenn ich dann die Leute noch dabei habe, wenn ich auf dem Beifahrer Platz nehmen darf und dann wirklich mitfahren darf und die Emotionen der Besitzer sehen darf. Ja, war auf jeden Fall geil. Ja, ja, ansonsten gucken wir uns das mal an. Wie so alle drei stehen, das sieht schon ganz geil aus.
nur mal eben die Haube zu. Aber wenn du Gas gibst, du hörst vorne mehr als hinten fast. Du. Ja, ist normal. Das ist echt schon der Hammer. Ja. Das sieht schon geil aus. Und willst du denn bei dir auch den größeren Heck fahren? Nee, der bleibt so. Das Einzige, was wir noch machen, ist der Motorumbau. Ne? Ja. Wir werden noch eine andere Riemscheibe fahren und werden noch mal 0,1 Bar mehr rausholen, ja, dass wir irgendwo bei 540, 550 PS landen. Dann ist aber auch beim SK1 Schluss. Mhm. Also mehr geht da noch nicht. Was ich aber auch vollkommen... Das reicht ja auch. Okay, für also. Das reicht. Ja, ist auch so mein Kack. So, dann fahren wir nochmal. Und ich wundere, dass ich hier so einen Windschutz habe, ich mir gebastelt. Nö, alles gut. Das muss ich mir noch eins. Einmal hier runter. Und dann genau. Das. Der SK1 ist natürlich sehr drehfreudig im unteren Bereich. War dir so der Eindruck beim ersten Mal, wenn du so verglichen hast, Serie und ja. Mehr also oben, hast du ja gesagt, oder? Ja, der, weil der Lader sofort, also schneller anspricht, der SK1 wie der SK2. Ne? Würdest du es immer sofort den Umbau wieder machen, oder? Also wenn du ich würde es sehr gerne machen. Das nächste Projekt, was wir starten, wir haben noch einen Kollegen, der auch einen M3 fährt, der möchte gerne umgebaut haben auf SK2. Das werden wir so das nächste Projekt, was wir machen. Wir werden den dann selber einbauen. Ne? Ja, ist ja geil. Ja, der hat auch gerade noch keine 100.000 runter Lagerschalen. Wird er erst machen lassen. Da gehen wir so nicht bei. Mhm. Und dann wird er das Kompressor-Kit bei sich, das werden wir dann drauf bauen. Ne? Ja, wenn ihr da Bock drauf habt oder so, dass ihr da irgendwie ein paar Infos dazu haben wollt oder so, ein paar Videos können wir gerne noch machen. Schreibt einfach mal drunter, wenn ihr da Bock drauf habt, weil viele fahren ja den E92 M3 und wünschen sich ein bisschen mehr Leistung. Das ist es. Das geht nur noch so. Und aktuell muss man ja sagen, ist halt das große Angebot bei G-Power, 35 Jahre, SK1-Kit ist glaube ich im Angebot für 2.999 Euro, also 3.000 Euro. Mhm. Aber
das ist nicht alles. Ne? Ja. Da ist der Einbau noch nicht bei, da ist der die Lagerschale noch nicht bei und. Da sind diverse Sachen, die nicht gesagt werden, die dann fehlen. Mhm. Und summa summarum, aktuell liegt der Preis irgendwo zwischen 5.500 und 6.000 Euro für ein SK1-Kit. Und das SK2-Kit ist im Angebot, glaube ich, für 7,99 aktuell. Und da kommen natürlich dann noch einige Sachen dazu, die auch gemacht werden. Also liegt es bei 10 dann auch ungefähr, ja. Mhm. Also das sind Sachen, ja, die dann nicht erwähnt werden. Ne? Ja, klar. So wie bei Patrick, da müssen SK2 Einspritzdüsen und geändert werden. Ne? Okay. Das ist natürlich schon eine ganz andere Hausnummer. Ne? Das ist beim SK1 nicht notwendig. Also also ich kann das nur empfehlen, wenn M3 haben will, schnell, ist klar, würde ich immer den SK1 so empfehlen. Mhm. Wenn man jetzt nicht so extrem 600-700 PS, ne? Mhm. Kannst du ja auch nicht immer fahren, das kommt noch dazu. Na ja, klar. Und so der große Unterschied ist es jetzt auch nicht, im Stadtbereich schon mal gar nicht. Und ich sag mal, Landstraße, so die ersten 3-4 Gänge, das ist auch noch nicht. Aber obenrum ist natürlich dann gewaltig, was du ja natürlich jetzt gleich dann merken wirst. Ich bin mal gespannt. Bei Patrick fühlt sich das an, auch mit der GTS-Software, die wir jetzt alle drauf haben. Ja. Da fühlt sich das nachher an, als wenn, wenn du einen dritten schaltest, vorne die Räder hochgehen. Also ist wirklich schon... Vor allen Dingen, was wir ja natürlich blöd haben mit der Temperatur im Auto. Das ist echt zu warm. Das ist leider so. Das da ist sind leider wir aber auch schon dran. Da werden wir uns auch noch was einfallen lassen. Da werden wir eine Wasserbespritzung auf den Ladeluftkühler verbauen. Okay. Also sowas wie beim M4, sowas in der Art? So in der Art. Dann spritzt du halt destilliertes Wasser, musst du halt einen Tank vorrichten. Mhm. Den bauen wir dann hinten im Kofferraum. Und dann werden wir einen Tank vorrichten, wo wir dann schön Wasser drauf spritzen können. Macht der es dann selber oder ist er automatisch? Ja, kannst du dann drücken. Achso, machst du selber. Ne? Okay. Wenn ich jetzt hinten einen Scheibenwischer hätte, könnte ich selber einen Scheibenwischer hinten laufen lassen. Drücke ich einfach nach vorne, wie beim E91. Ja. Ja, beim Kombi, da kannst du das ja schön machen. Und dann kann man da natürlich schön Wasser drauf spritzen. Das bringt natürlich richtig was. Ne? Zeige ich euch mal hier die schönen Sticker hier noch. Der hier von Gepard. Ja, wie gesagt, das ist Kit 46. Ja. Haben es dieses Jahr geschafft, über 1000 Kits zu verkaufen. Ja, ist schon geil. G-Power hat jetzt aktuell 1000 Kits verkauft. Ne? Ja, cool. Hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Und jetzt kommt mir meiner da richtig langsam vor, du. Scheiße. Ja, jetzt gleich mit nur mal. Ja, aber trotzdem ist ja schon ein Unterschied. Lecker. Ey. Ja, trinken wir was. Lecker warm, oder? Nee, ist eine kalte. Ja, geil, geil, geil. Da bin ich mal gespannt, du. Was sagst du? Der ist schon ein Unterschied, ey. Ist ein Unterschied, ja. Ne? Ja, man merkt das Drehmoment wirklich extrem, ne? Aber wenn er fertig ist, glaube ich, ist noch mal eine Schippe mehr. Ja, auf jeden Fall. Weil du musst ja überlegen, von unten aus. Weil du brauchst das normal immer Drehzahl, voll Power. Ja, ja, richtig. Und der du hast es sofort unten rum. Ab 3.000, 4.000 Umdrehungen hat er richtig Feuer schon. Ne? Ja, cool, cool. So, dann bedanke ich mich bei Christoph erstmal. Natürlich. Dankeschön, wir sehen uns dann öfters mal, das Thema. Ich hoffe. Dann machen wir ein bisschen hier Schleichwerbung für euch. Das ist ja kein Thema, aber es interessiert ja viele da draußen, glaube ich. Also ja, G-Power, wie gesagt, es wird ja auch ein bisschen bezahlbarer jetzt, auch mit der Aktion, richtig, was ihr gesagt habt. Ja, und jetzt haben wir 2 G-Power hier stehen. Das ist, glaube ich, auch nicht so oft, was man so sieht. Nee, das stimmt. Das ist meistens selten. Und deswegen, ich hatte schon gesagt am Anfang, diesen G-Power von Grip, diesen V10, M6, den kennt ihr bestimmt, oder? Ja, das ist ja das Video hatte ich mir 10.000 Mal angeschaut und das war ja einfach geil. Wie der hatte kurz danach auch Motorschaden. Ach, ehrlich? Ja, der hatte mehrere Schäden. Okay. Aber woran das genau lag, das weiß ich jetzt nicht. Aber Getriebe ist halt immer so ein Problem beim V10, da sind etliche Kupplungen durchgegangen. Ja, mit dem SMG ist das ja noch, oder? Richtig. Ja, ja, das ist ja nicht mal so... Ja. Aber da gibt es halt auch wenige, die sehr gut laufen. Bei den M3-Kompressoren, die laufen einfach besser von Natur aus. Ne? Okay. Mit der Zwangsbeatmung. Ja, ja, schon ein bisschen hier angefixt wird. Ja. Müssen wir mal überlegen, oder? Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal ins nächste Auto. In Stufe Hertha. Stufe Hertha, ja. Ja, ich bin gespannt.